Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Video mit mir für euch, ihr Lieben. Ich habe heute wieder ein ganz tolles Unboxing für euch und zwar hat mich die Mainzbox wieder erreicht. Die Mainzbox habe ich ja schon mal bekommen. Hier verlinke ich euch das Video und da habe ich sie euch vorgestellt. Und die Box ist so gut bei euch angekommen, dass ich wieder eine bekommen habe und ich habe mich so gefreut. Vielen lieben Dank! Hier ist das Paket. Wir machen sie zusammen auf und wenn du wissen willst, was in der Mainzbox steckt, dann bleib doch einfach dran und ganz viel Spaß mit dem Video. Im Umkarton waren einmal enthalten das Mainz-Magazin vom September, 18. September. Ja, das ist so die Zeitschrift für 50 plus, würde ich mal sagen. Stehen aber ganz interessante Sachen drin, ganz viel Beauty, ganz viel Anti-Age und so. Finde ich sehr, sehr schön. Außerdem war noch eine Bodylotion drin. Pflege Plus mit Extrakt vom weißen Tee, glättende Bodylotion, verbessert die Hautelastizität bereits nach 24 Stunden. Da schnuppern wir mal dran, Bodylotion geht immer. Ja, riecht ganz angenehm, darf mag ich auch sehr, sehr gerne, habe ich auch schon mal so eine große Pulle aufgebraucht. Kommt in Verwendung. Hier ist die Box und ich finde die Aufmachung sehr, sehr schlicht. Ich glaube, das könnte sehr, sehr viele Frauen auch einfach ansprechen, weil es so ja in diesen Mädchenfarben gehalten ist. Und ja, mich spricht es sehr, sehr an. Und wir gucken mal rein. Hier ist das Heftchen, wo die ganzen Produkte drin enthalten sind. Außerdem ist noch eine süße Karte drin. Liebe Jana, mit der neuen Ausgabe wollen wir dir wieder eine kleine wohlverdiente Auszeit mit ausgewählten Produkten verschaffen. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Ausprobieren, Entdecken und Entspannen. Liebe Grüße, Maria von Mainzburg. Team. Ganz liebe Grüße zurück, Maria. Vielen lieben Dank nochmal, dass ich die Box nochmal testen darf. Ganz viele schöne Sachen. Einmal Eucerin Hyaluron Filler Night. Jo, das wird eine Nachtpflege sein, denke ich mal. Sieht so aus. Eucerin hat sehr, sehr gute Produkte, vor allem für Problemhaut. Habe ich auch schon einiges da gehabt. Auch früher, wo ich sehr starke Akne-Probleme hatte, habe ich auch sehr gerne Eucerin verwendet. Ich muss mal gucken, ob die Creme bei mir bleibt. Ich lege sie mal auf Seite. Ansonsten aber finde ich das Produkt sehr, sehr schön. Tee bei Tetisept 04 Aromadusche. Da habe ich ja schon mal in Videos erzählt, dass ich diese weiße, also diese durchsichtige Variante mit diesem weißen, mit der weißen Aufmachung, dass mein Freund die sehr, sehr gerne mag und die gibt es nicht mehr zu kaufen. Die habe ich bereits auch da. Das riecht aber, finde ich, doch recht weiblich. Ja, das riecht so ein bisschen, ja, das, da kommt der Pfirsich sehr stark raus. Jasmin könnte ein bisschen stärker drin enthalten sein. Ja, habe ich wie gesagt da. Ich muss mal gucken, vielleicht geht es irgendwie weiter. Aber sehr schönes Produkt auf jeden Fall. So, ein Ingwer-Shot. Empfohlen von Fit for Fun. Sowas ist halt mal nichts für mich. Ingwer-Shot. Hoi. Ich wusste nicht, dass ich die Mainzbox diesmal erhalten werde und habe bei der Claudi dann schon reingeschaut, was das für Produkte sind. Sie hat es dann probiert und hat ganz eich das Gesicht verzogen. Also Ingwer ist jetzt auch nicht so meins. Ich trinke auch nur Ingwer-Tee, wenn ich voll dolle krank bin. Aber mal schauen, irgendjemand wird da schon Freude daran haben. I plus M Phyto Balance Fluid Equalize Tonerde Hyaluron. Okay. Ich hatte so ein ähnliches schon mal da. Das war nichts für meine Haut. Irgendwas anderes war das. Habe ich nicht sehr gut vertragen. Aktuell benutze ich sehr gerne Naturkosmetik. Ich bin so gerade auf Cosnature-Trip, da ich die Pille ja abgesetzt hatte und meine Haut jetzt extrem spinnt. Und deswegen versuche ich mich so ein bisschen jetzt wieder in der Naturkosmetik. Deswegen bin ich gespannt, werde ich testen. Einmal Mr. Tom Riegel, den kennen wir ja schon. Der ist altbewährt bekannt. Liebe ich. Ja, das war, glaube ich, dieses Highlight von dieser Box. Eine riesige MA-Samen-Ampullenkur für 14 Tage. Ich muss echt mal schauen, ob ich das verwende, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Geschenk für Weihnachten und so weiter. MA-Samen ist sehr, sehr interessant. Ich hatte von MA-Samen mal so eine Creme aus dieser Vino-Reihe. Die habe ich nicht sehr gut vertragen. Aber Ampullen bisher, alle, die ich verwendet habe, die gingen auf meiner Haut. Zurzeit, dadurch, dass meine Haut spinnt, muss ich da so ein bisschen aufpassen. Deswegen denke ich, das wird auf jeden Fall weiter verschenkt. Das ist ein sehr schönes, ja, Geschenk, finde ich auch, zur Weihnachtszeit. Deswegen, ja, finde ich sehr, sehr schön und ansprechend und sehr, sehr interessant. Und ja, sehr tolles Produkt. Dann ist ein Salt House Totes Meer Milchschaumbad drin enthalten. Ich habe zwar eine Badewanne zu Hause, aber ich gehe nicht gerne baden. Ich vertrage das nicht so mit dem Kreislauf, so ein warmes Bad. Ich mag das einfach nicht. Ich bin so lieber der Duschfan, der dann so das Wasser über den Kopf prieseln lässt. Mag ich sehr, sehr gerne. Und deswegen ist das Produkt jetzt nichts für mich persönlich, aber ich finde es mega ansprechend, vor allem von Salt House, die Marke. Ich liebe die Masken davon. Das riecht wirklich sehr, sehr schön nach Mandeln, sehr, sehr natürlich und ja, finde ich ganz toll, das Produkt.
So sieht das aus. So sieht das aus und ja, kenne ich so gar nicht, habe ich noch gar nicht gesehen, steht auch neu drauf. Finde ich mega schön. Dann ist hier noch ein Produkt drin enthalten und ist die schöne Box auch leer. Und zwar von Dr. Grundle. Timeless Sleeping Cream and Mask. Sehr schön. Maske. Glättet, regeneriert und strafft. Maske geht immer. Man kann das wohl hier auch 20 Minuten einfach einwirken lassen und dann abnehmen. Man muss es wohl nicht die ganze Nacht drauf lassen, einfach 20 Minuten einwirken lassen. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert, da so nachts eine dicke Schicht Creme oder Maske drauf zu machen, weil ich weiß nicht, wie mit dem Handtuch drunter vielleicht. Es gefällt mir einfach nicht, aber ich werde es ausprobieren, nachdem man das einfach ganz normal so 20 Minuten einwirken lassen kann und wieder abnehmen kann, finde ich das schon sehr, sehr spannend. Ja, es sind ganz, ganz schöne Produkte. Ich finde es alles sehr, sehr interessant. Ich verlinke euch mal unten in die Infobox die Mainz-Box. Da könnt ihr mal vorbeischauen, ob das was für euch ist. Ich finde die wirklich mega spannend, vor allem auch für ältere Häutchen, aber auch so für, ja, ihr seht ja, das sind ganz normale Produkte gewesen, die ich auch benutzen könnte, die auch für mein Alter 30 plus sind. Das sind ganz normale Produkte, die auch jeder in meinem Alter sozusagen verwenden kann. Und ich finde es mega spannend, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen lieben Dank nochmal, dass ich diese Box präsentieren darf. Ich hoffe, die Box hat euch auch gefallen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr die Box auch habt oder ob ihr die euch bestellen wollt oder ob ihr erstmal guckt, okay, was sind da jetzt so in den nächsten Monaten drin. Ich finde sie mega interessant. Ich würde sie mir wahrscheinlich auch so eben abonnieren. Ich finde sie ganz, ganz toll. Da sind wirklich interessante und reichhaltige Produkte vor allen Dingen drin. Ansonsten, ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Vorbeischauen und so weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, darfst du das hier gerne nachholen. Ansonsten verlinke ich dir hier und hier die letzten zwei Videos von mir. Darfst du gerne reinklicken, falls du die verpasst haben solltest. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.